Ja, sehr herzlichen Dank für diese so freundliche Begrüßung, die ich eigentlich nicht gewohnt bin bei diesem Thema. Das werden Sie dann merken, wenn ich geendet habe. Ich habe keine sehr guten Meldungen hier zu verbreiten. Aber wie schön, dass Sie noch eine Presse haben, die gleich zweimal solch einen Vortrag auch ankündigt. In Hamburg ist das nicht so. Da müsste man schon dafür zahlen, ehe man dort in die Presse kommt. Ja, aber gleich, das hatte Herr Becker schon gesagt, wer eigentlich jetzt seinen Blick auf Jerusalem und die ganze Nahostregion richtet, der wird eigentlich eingefangen von der Konfrontation, die es im Augenblick zwischen Parlament und Justiz dort gibt. Darüber werde ich nicht reden. Ich werde über ein anderes Problem auch der Demokratie und des Rechtsstaats. Denn das ist nicht nur ein internes, welches durch Justiz und Parlament, sondern das ist auch ein externes, wie man umgeht mit der Bevölkerung, die man nun mit der man sich seit 1948 auseinanderzusetzen hat. Denn Rechtsstaat und Demokratie ist ohne Völkerrecht nicht denkbar. Ich werde Sie in vier Punkten da versuchen, den Weg zu zeigen. Und zwar zunächst müssen wir uns einen kurzen historischen Rückblick schon leisten auf die Zeit 1948 und 67, um überhaupt sozusagen das Problem in den Griff zu bekommen. Als zweiten Punkt werde ich dann über sozusagen die Basis des Völkerrechts etwas sagen müssen, welches Recht ist hier eigentlich anzuwenden. Und dann komme ich dann, auch welches wird angewandt, in welcher Art und Weise. Und dann endet das natürlich, was Herr Becker schon gesagt hat, in dem Problem Apartheid, dem ich mich auch dann widmen werde. Und da das alles juristisch ist, darf die Justiz nicht fehlen. Das heißt, der letzte Punkt ist auch, wie geht man mit all diesem, was eben, das steht schon in der Überschrift, Verletzungen des Völkerrechts sind, eigentlich um? Was macht man damit? Ist das einfach nur etwas, was im Feuilleton oder in politischen Abteilungen der Zeitungen behandelt wird? Nein, das hat auch eine gerichtliche Perspektive. Beginnen wir damit also zunächst einmal am 29. November 1947 verabschiedete die UNO-Generalversammlung ihre bis heute berühmte sogenannte Teilungsresolution 181, in dem das Mandatsgebiet Palästina, welches unter dem Mandat Englands gewesen ist, in zwei Teile versuchte zu teilen. Und zwar mit 33 Stimmen, das ist wichtig zu wissen, gegen 13 Stimmen und bei 10 Enthaltungen. Das zeigt schon, dieses war keine einstimmige und keine unstrittige Erklärung. Wobei ich gleich sagen muss, die UNO in ihrer Generalversammlung ist kein Parlament mit Gesetzgebungsbefugnis, sondern es kann nur Empfehlungen geben. Aber das Stimmenverhältnis zeigt, dass es sehr kontrovers in der ganzen Diskussion um diese sogenannte Teilungsresolution vorher gegangen ist. Es gab ein sogenanntes Subkomitee 2 des UN-Spezialkomitees für Palästina, welches eingerichtet war, um eine solche Resolution vorzubereiten. Und das hat ein ausführliches Gutachten dann vorgelegt vor dieser Abstimmung, in der es zu dem Ergebnis gekommen ist, und jetzt zitiere ich wörtlich, dass die Vereinten Nationen nicht die Macht haben, einen neuen Staat zu schaffen. Solch eine Entscheidung kann nur durch den freien Willen des Volkes, des in Frage stehenden Landes, selbst getroffen werden. Diese Bedingung ist im Falle des Mehrheitsvorschlages, also der Teilung, nicht erfüllt, da er die Errichtung eines jüdischen Staates in voller Missachtung der Wünsche und Interessen der Araber in Palästina involviert. So das Subkomitee, welches diese Empfehlung gegeben hat.
Und in der Tat ist es so gewesen. Schon 1919 gab es eine bekannte von London aus beauftragte sogenannte King Crane Commission, die durch Palästina damals reiste, um zu sehen, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen den Siedlern, die aus Europa kamen, den Palästinensern und der Mandatsmacht London. Und die kamen in der Tat zu dem Ergebnis und haben davor gewarnt, auch das zitiere ich wieder, wie sehr das zionistische Programm von der Bevölkerung Syriens und Palästinas als ungerecht empfinden wird. Mit ähnlichen Erkenntnissen sind alle Reisende, die man sozusagen in ihren Berichten dann zu Rate ziehen kann, aus Palästina wieder zurückgekommen. Es war also nicht so etwas, dass es eine friedliche Entwicklung der Siedlung durch eine Aliyah aus Europa gab, sondern das war immer eine außerordentlich kontroverse Geschichte, dass, und das wissen Sie, 1936 zu einem sehr nachhaltigen Aufstand der Palästinenser, der einheimischen Bevölkerung, gegen die Siedler gekommen ist, die 3 Jahre dauerte und schließlich durch die jüdischen Siedler gemeinsam mit der englischen Mandatsmacht niedergeschlagen wurde. Von dieser Niederlage haben sich dann bis 1948 die Palästinenser und Palästinenserinnen nicht erholt. Also die Mehrheit der Mitglieder der UNO-Generalversammlung hat diese Warnung des Subkomitees für Palästina damals in den Wind geschlagen und stimmte dazu, den Landbesitz der jüdischen Siedler auf über 56% des palästinensischen Territoriums zu verzehnfachen. Bis dahin hatten die jüdischen Siedler nur 5,6% des Bodens in ihrem eigenen Besitz durch Kauf und durch Pacht und so weiter. Aber durch einen Schlag, durch diese Resolution 1947, verzehnfachte sich der Besitz der jüdischen Siedler. Alle arabischen Staaten stimmten dagegen. Und sie hatten auch gute Gründe, dagegen zu stimmen, denn sie kannten die Kolonisationspläne des Zionismus und waren nicht der Überzeugung, dass diese Resolution die Spannung zwischen Siedlern und der einheimischen Bevölkerung in irgendeiner Weise befrieden konnten. Deswegen waren sie nachhaltig dagegen. Und damit begann eine der gewaltsamsten Phasen der Geschichte Palästinas, die bis heute andauert. Noch bevor Ben-Gurion dann 1948 entgegen der Intentionen der UNO, die sagten, nein, wir werden darüber dann bestimmen, wenn ihr die Staaten gründet. Und zwar war es ja so, dass dort, das werde ich noch vorlesen, die Resolution Folgendes gesagt hatte, 2 Monate nach Abschluss des Abzugs der Streitkräfte der Mandatsmacht England, in jedem Fall spätestens am 1. Oktober 1948 entstehen in Palästina ein unabhängiger arabischer Staat und ein unabhängiger jüdischer Staat sowie das in Teil 3 dieses Plans vorhergesehene internationale Sonderregime für Jerusalem. Die Grenzen des arabischen Staates, des jüdischen Staates und der Stadt Jerusalem sind die in den Teilen 2 und 3 beschriebenen Grenzen. Das ist das, was sie vorhatten. Aber im Mai, wie Sie ja wissen, 1948 kam der Ben-Gurion einfach dieser Entscheidung zuvor und sagte, nein, wir nehmen die günstige Situation jetzt wahr und gründen einfach den israelischen Staat. Davor schon hatten sie die Siedler über 250.000 einheimische Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben. Nach der Gründung im Mai 1948 wurden noch einmal 550.000 Palästinenserinnen und Palästinenser von ihrem Grund und Boden vertrieben. Das, was der israelische Wissenschaftler Ilan Pappe
immer als den Beginn der ethnischen Säuberung Palästinas in seinem Buch beschrieben hat. 1948, die meisten kennen diese Zahlen, aber es ist immer gut, sie sich noch einmal wieder in das Gedächtnis zu holen, lebten in den Gebieten des heutigen Israels, also ohne Westbank und ohne Gazastreifen, und ca. 700.000 Palästinenser und Palästinenserinnen. Nach dem Ende des Krieges mit den arabischen Staaten, der ja unmittelbar nach der sozusagen Gründung des israelischen Staates folgte, waren es nur noch 156.000. Die anderen mussten alle das israelische Land dann verlassen. Nun hatte dann Ende 1949 Israel 78% des Mandatsgebiets Palästina in Besitz genommen. 56 war ihm seinerzeit von der Teilungsresolution von der UNO zugestanden, aber durch den Krieg erweiterte sich der ganze Landbesitz und ging bis auf 78%. Die Menschen haben nicht freiwillig Israel verlassen und ihr eigenes Land, Palästina, sondern die Dörfer und Häuser wurden zerstört. Es kam zu furchtbaren Massaker der Yassin. Ich will nicht im Einzelnen sagen, aber man kann sich vorstellen, wer nicht freiwillig sein Land verlässt und in der damaligen wirklich sehr militärischen und militanten Zeit, es gab Hauen und Stechen. Und das ist das Ergebnis gewesen, dann, dass die Liquidierung auch der palästinensischen Führer, dieses erst jetzt aus den Archiven deutlich geworden, Benny Morris, einer der Historiker in Jerusalem und in Tel Aviv, hat das jetzt offengelegt vor einigen Jahren, dass die Siedler nicht einmal vor der Benutzung biologischer Waffen gegen die Führer auch und chemischer Waffen zurückgeschreckt sind. 500 Ortschaften wurden seinerzeit dem Erdboden gleichgemacht. Es gibt jetzt noch eine Organisation, Chotot, in Israel, die versucht, alle diese Städte noch einmal sozusagen archäologisch herauszuholen und zu sehen, wo waren die eigentlich mal. Denen kann man, wer nach Israel fährt, kann man sich denen anschließen, die organisieren solchen Reisen zu vollkommen verschütteten, archäologisch kaum mehr auffindbaren Städten. Es wurden insgesamt 300.000 Hektar an Gärten, an Olivenhainen, Feldern und Zitrusplantagen seinerzeit enteignet und in israelisch-jüdischem Besitz übergeführt. Auch das ist etwas, was noch erwähnt werden muss. Die Kinder der Flüchtlinge, die also jener ungefähr 700.000 bis 800.000 Flüchtlinge, sind heute vollkommen verstreut in aller Herren Länder. Auch hier in Bielefeld, in Deutschland gibt es, in Deutschland soll es ungefähr 200.000 Palästinenserinnen und Palästinenser geben. Aber Jordanien, Libanon, Syrien, Westjordanland und auch im Gazastreifen in den Lagern gibt es sehr, sehr viele von diesen ehemals Vertriebenen. 7 Millionen Flüchtlingen. Und diesen Nachkommen bleibt eigentlich nichts anderes als ein ganz abstraktes Recht auf Rückkehr, welches die UNO-Generalversammlung dann in einer späteren Resolution Nummer 194, die auch immer wieder jetzt eine Rolle spielt, ihnen zugestanden hat. Ich darf noch einmal zurückgehen und wiederholen, eine UNO-Resolution ist nicht zwingend der Generalversammlung, sondern das ist immer nur eine Empfehlung. Aber die Aufnahme Israels in die UNO seinerzeit war damit von ihnen erkauft worden, dass sie sich verpflichten mussten, sowohl die Teilungsresolution 181 noch zu realisieren, wie aber auch die Flüchtlingsresolution 194 zu beachten. Das ist seinerzeit die Vorbedingung für die Aufnahme Israels in die UNO gewesen, sodass eine Empfehlung durch diesen sozusagen UNO-Vertrag für Israel bindend geworden ist,
allerdings bisher aufgrund der vielfältigen Unterstützung auch der Staaten im Westen, ob das die USA oder die EU sind, bisher überhaupt nicht durchgesetzt werden konnte. Mit der Eroberung, ich mache den Sprung jetzt 1967, weil das noch ein auch juristisches Problem nach sich zieht. 1967 wurde dann die Vertreibung durch die Gründung jüdischer Siedlungen weiter verschärft. Inzwischen leben 650.000 jüdische Siedler in über 130 Siedlungen und 100 sogenannten illegalen Siedlungen, was das ist, dazu später, in diesen besetzten Gebieten, Westbank insbesondere, die eigentlich als sozusagen Land für einen Staat Palästina vorgesehen waren. Dort, und das ist das Problem, und das ist jetzt das, mit dem ich mich auseinanderzusetzen habe, terrorisieren insbesondere die Siedler, aber auch die Armee, die ansässige Bevölkerung und dazu nur kurz, sie werden das allmählich auch in den deutschen Zeitungen, ob das die FAZ ist oder auch die Süddeutsche Zeitung, sie berichten ja über das, was dort geht. Insofern komme ich da nicht im Einzelnen drauf. Aber wenn Sie sich die UNO-Zahlen einmal ansehen, dann können Sie vielleicht ermessen, was dahinter steckt. Für den Januar 2023 hat die UNO jetzt 53 tote Palästinenserinnen schon und über 503 Verletzte dokumentiert. Demgegen stehen 7 Siedler und Tote und 10 Verletzte. Das heißt, wir haben es hier mit einem Zustand, die Engländer sagen, Low-Intensity Warfare. Das heißt, es ist ein permanenter Kriegszustand auf niedrigem Niveau, der aber nie zu einem friedlichen Zusammenleben dieser beiden Völker bisher in keiner Phase geführt hat. Und das ist das Problematische an dem Ganzen. Wenn Sie die UNO sich ansehen, aus den ganzen Jahren zuvor immer eine unendliche große Zahl von toten Palästinenserinnen und Palästinensern, und zwar nicht nur durch die Armee oder durch die Kriege, die ab und zu seit 2008, 2009, dann 2014 und 2021 über den Gazastreifen oder so gegangen sind, sondern das ist sozusagen die tägliche militärische Auseinandersetzung mit den Siedlern und auch mit der Armee. Dieses ist sozusagen der erste Teil. Der zweite Teil muss ich Ihnen jetzt sozusagen mein Handwerk vorstellen, mit dem ich versuche, das sozusagen nicht zu erklären, aber zu sehen, was ist das eigentlich? Das ist nicht nur Feuilleton, das ist nicht nur sozusagen Mitteilungen der Zeitung, sondern das ist ein wirklich furchtbarer Zustand, der durch das Völkerrecht schon seit langem versucht wird zu, wie man so schön sagt, humanisieren. Es gibt dazu einen Bereich des Völkerrechts, welches man humanitäres Völkerrecht nennt. Und Sie kennen wahrscheinlich schon die Abkommen, die Haager Abkommen 2007 und dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Genfer Abkommen von 1949. Im Wesentlichen sind das jeweils die vierten Abkommen, die Haager Abkommen, die sogenannte Haager Landkriegsordnung und dann die Genfer Abkommen, das ist Nummer 4, auch zur Sicherung und zum Schutz der Zivilbevölkerung. Oberstes Gebot dieser internationalen Verträge ist nicht etwa den Krieg zu verbieten. Das hat man 1928 schon versucht. Da gibt es diesen berühmten Brion-Kellogg-Pakt, der sagt, Krieg ist verboten. Aber man weiß ja, das ist nicht in der DNA des Menschen irgendwie verankern, sondern die Kriege gibt es. Und deswegen ist man ab dem 20. Jahrhundert daran gegangen, zu versuchen, zumindest Regeln für den Krieg aufzustellen und zu verhindern, dass die Zivilbevölkerung unmäßig daraus leidet. Nun, wir müssen nur
in unsere Zeitungen gucken, wir wissen, was daraus geworden ist. Aber das ist nicht nur ein Problem des heutigen Krieges, sondern aller Kriege gewesen. Dennoch, man kann sich auch daran halten. Und ich will sehen, ich will Ihnen zeigen, was eigentlich alle diese Staaten, die in der Zwischenzeit immer wieder in Kriegen gewesen ist, dann doch versucht haben, sich selbst Fesseln anzulegen und sich selbst Regeln aufzustellen, nach denen sie handeln können, wonach sie dann leider vom Vietnamkrieg bis jetzt nicht sich gehalten haben. Noch eins muss ich Ihnen allerdings vorweg sagen. Israel hat natürlich konnte die Haager Konvention nicht unterschreiben, weil sie 1907 veranstaltet wurde. Und auch die Genfer Konventionen hat sie zwar unterschrieben, aber sagt jetzt, nein, die gelten nicht für die besetzten Gebiete. Die gelten nicht für das, was wir hier jetzt diskutieren. Und zwar ihre Argumentation muss ich kurz Ihnen darstellen, weil sie immer wieder hervorkommt und auch immer wieder vorgebracht wird, dass man sagt, nein, mit den Genfer Konventionen könnt ihr nicht ankommen. Da sagen sie, der Status der besetzten Gebiete ist umstritten. Es ist nie so gewesen, dass es dort einen Souverän gegeben hat, der dann rausgeschmissen worden ist. Das ist aber notwendig, um sozusagen Staatsqualität auch zu haben. Das gab es dort nicht. Und die grüne Linie, die 1949 sozusagen das besetzte Gebiet dann später Palästina von Israel trennen sollte und die heute ja die besetzten Gebiete von Israel unterscheiden, das ist keine international anerkannte Linie. Das heißt, die israelische Regierung ist bis heute der Ansicht bzw. weigert sich, die Genfer Konvention als eine sozusagen Kodifikation, als eine Gesetzgebung zu akzeptieren, nach der sie sich halten muss. Dieses ist, ich muss es so sagen, kompletter Unsinn, völkerrechtlich auch außer von einigen israelischen Juristinnen und Juristen und auch dann auch einigen US-Juristen nirgends vertreten. Die oberste Instanz, die dazu etwas zu sagen hat, ist der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Und der hat 2004 in seinem berühmten Gutachten über den Sperrzaun und die Mauer, die ist vor den Gerichtshof gekommen, ganz eindeutig gesagt, nein, die Genfer Konventionen sind hier anzuwenden. Entscheidend ist nicht, dass in dem Gebiet es früher vorher eine souveränen Herrscher oder einen souveränen Herrscher gegeben. Entscheidend ist, dass hier eine fremde Macht ein Gebiet für sich in Anspruch nimmt, in das sie nicht gehört. Und vor allen Dingen das ultimative Argument, die Genfer Konventionen sind dazu da, die Zivilbevölkerung zu schützen und nicht die Souveränität irgendeines Landes. Das heißt, wir haben es hier ganz eindeutig damit zu tun, die Genfer Konventionen, aber das musste ich Ihnen ehrlicherweise schon kurz darstellen, sind anwendbar. Ich will beginnen, deswegen habe ich auch 48 als Ausgangspunkt genannt, mit den Vertreibungen. Ich hatte ja gesagt, die waren schon vor 1948, vor der Staatsgründung, haben dann aber immer weitergeführt und sind bis heute. Und dort hat die Haager Landkriegsordnung gar nichts zugesagt, als sozusagen ja, als ein Kriegsvölkerrecht. Und zwar, wenn man es sich genau ansieht, die Begründung ist, man konnte sich 1907 nicht mehr vorstellen, dass es überhaupt noch Vertreibung in der menschlichen Geschichte geben könnte. Das war der Grund, weswegen man diesen Tatbestand, der später seit dem Zweiten Weltkrieg so relevant wurde, dass man den dort nicht regelte. Dafür aber die Genfer Konventionen, und zwar, das werde ich dann auch einmal kurz zitieren, in ihrem Artikel 49, da heißt es, Einzel- oder Massenzwangsverschickungen sowie Verschleppung von geschützten Personen aus besetztem Gebiet nach dem Gebiet der Besatzungsmacht
oder dem irgendeines anderen besetzten oder unbesetzten Staates und ohne Rücksicht auf deren Beweggrund ist untersagt. Im normalen Deutsch sagt es, Vertreibungen sind völkerrechtswidrig. Und zwar egal, ob es aus einem besetzten oder aus einem anderen Land ist, die Vertreibung eines Menschen aus seinem angestammten Gebiet ist vollkommen verboten. Auch hier muss man sich dann mit dem israelischen obersten Gerichtshof auseinandersetzen, der sagte, nein, der gilt nur für Massenvertreibungen, aber nicht für Einzelvertreibungen. Dann kann man natürlich sagen, was ist denn das anders gewesen 1948? Das sind Massenvertreibungen gewesen und Einzelvertreibungen auch, denn das steht so direkt ja in diesem Artikel 49 drin, den ich zitiert habe, Einzel- und Massenverschleppungen. Das nur nebenbei, aber das ist auch schon wichtig, denn man wird immer wieder damit konfrontiert, dass der oberste Gerichtshof dies oder jenes sagt und dass man völkerrechtlich eigentlich da auf dem Holzweg ist. Und als Laie kann man sich da auch gegen nicht wehren. Deswegen sage ich Ihnen das so, wenn Sie auf diese Argumentation hören, glauben Sie ihnen nicht. Sie stimmt nicht. Entscheidend ist, ob der Transfer der Bevölkerung freiwillig ist oder unter Zwang. Das ist ganz einfach. Strittig ist allerdings noch, was bedeutet eigentlich Zwang? Muss das mit Gewalt sein? Müssen die einfach ins Auto oder in einen Panzer getan werden, um dann über die Grenze verfrachtet zu werden? Ist es nur physisch oder auch psychischer Zwang? Dazu, das ist lange umstritten gewesen, denn das ist ja sehr entscheidend, wie man psychischen Zwang einschätzt. Ist das nur dann, wenn man ihn immer bedroht oder auch nur, wenn man die Lebensumstände für eine Bevölkerung so macht, dass sie eigentlich unerträglich werden? Das kann man ebenfalls als Zwang sehen. Da gibt es in dem internationalen Recht leider wenig juristischen Hintergrund durch Gerichte. Aber eins war hier, und zwar das Jugoslawien-Tribunal, welches sich damals um den Jugoslawienkrieg 1999-2000 kümmern musste. Und die haben judiziert damals gab es ebenfalls Vertreibungen, Personen ohne ihre Einwilligung aus einem bestehenden Gebiet herauszuschaffen, das ist Zwang. Dazu braucht es nicht, dass man Gewalt anwendet, physischen Gewalt, sondern einfach, dass sie nicht freiwillig dieses Land verlassen. Also Drohung mit Gewalt, aber eben auch Ausnutzung von Zwangslagen, Schaffung unhaltbarer Zustände und ein Leben in permanenter Angst, was man sagt, ich kann hier nicht mehr leben, das ist Zwang, der verboten ist. Es gibt dann viel Diskussionen auch darum, ist eigentlich, wenn man verdrängt wird, ist das eigentlich auch Zwang? Das heißt, das ist eine Frage, die immer dann der Judikatur überlassen wird, was sie denn an Zwang im Einzelnen auch beurteilt. Aber ich glaube, in den Fällen, in denen man das hier sieht, auch wenn man jetzt zum Beispiel den Zwang gegenüber den Beduinen im Negev sich anschaut, das ist in der Tat Zwang, selbst wenn die Hütten nicht abgerissen werden, sondern sie eigentlich ihnen nur gesagt wird, ihr habt euch dort in ein anderes Ort zu begeben. Der Zwang ist damit auf jeden Fall tatbestandsmäßig. Das ist insofern wichtig, als nämlich die Frage ist, ja, wenn ich jetzt sage, das ist völkerrechtswidrig, damit habe ich immer noch nicht gesagt, welches ist eigentlich die Konsequenz? Eigentlich darf man das nicht machen, aber wie setze ich das durch? Und dann komme ich zu dem eigentlich auch letzten Teil dieses juristischen Exkurses. Das ist, wo Recht ist, da gibt es auch immer irgendwo die Möglichkeit, es zu bestrafen oder dagegen es durchzusetzen, das Recht. Das ist etwas, was mit dem internationalen Strafrecht erst kurzfristig gelungen ist. Und zwar, es hat über 50 Jahre gedauert, bis ausgehend von den Nürnberger Prozessen,
im Jahre 1998, also gut 50 Jahre danach, ein internationales Strafrecht verabschiedet wurde. Und zwar dieses, das sogenannte römische Statut, ist eins, welches insgesamt jetzt 123 Staaten von 193 unterschrieben haben, die sich also daran gebunden haben und sagen, ja, wir unterwerfen uns diesem Strafgesetzbuch. Zwei Jahre später dann, im Jahre 2000, ist dann der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag etabliert worden. Das heißt, seitdem haben wir eine Möglichkeit, alles das, was eigentlich verboten ist, auch strafrechtlich zu verfolgen. Dazu dann aber später. Ich will nur eines hier, da gibt es eben den Artikel 7 des römischen Statuts, ich lese das später mal vor, der sagt, dass Deportationen, Vertreibungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. Es gibt im Grunde drei große Artikel, Strafartikel. Das erste sind Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dann nachher Völkermord. Das sind die drei großen Straftatbestände, die aber sozusagen ausgearbeitet sind über mehrere Seiten, sehr differenziert sind. Bei der Apartheid komme ich dann etwas näher noch dazu. Im römischen Statut sind dann auch sozusagen die Verbrechenselemente, was ist eigentlich eine Vertreibung, sehr präzise formuliert worden. Und zwar heißt es dort, Angst vor Gewalt, Härte, Festnahme, psychologischer Zwang und so weiter, das wird als Zwang vor dem Internationalen Strafgerichtshof anerkannt und dann eigentlich mit Strafe belegt. Wir haben nur ein einziger Versuch, so etwas bisher, es ist ja erst gute 20 Jahre her, das zu judizieren. Und zwar der Internationale Strafgerichtshof hat einmal den Kenyatta in Kenia versucht, wegen Vertreibung anzuklagen und zu verurteilen. In der Situation war es seinerseits, dass der Stamm oder das Volk der Luo damals in ungeheuer elenden Verhältnissen gehalten wurde und ihr Land verlassen mussten. Und das war Anlass, Kenyatta, damals der Präsident von Kenia, vor das Gericht zu ziehen und ihn anzuklagen. Das ist allerdings nie zu einem Urteil gekommen. Man hat ihn dann mangels Beweises freigelassen. Mangels Beweises ist ja immer ein sozusagen Freispruch zweiter Klasse. Und hier über die Hintergründe eines solchen Verfahrens dann später auch noch, weswegen es eigentlich dazu gekommen ist. Aber hier spielt das im Augenblick keine Rolle. Ich komme damit auch schon relativ zum Ende mit den Juristereien. Es sind noch einige Ausnahmen dazu. Zum Beispiel eine Evakuierung. Wenn zum Beispiel Menschen evakuiert werden in ein anderes Land, aber mit der Aussicht dann auch wieder zurückzukommen, das ist zulässig. Das wird auch als Ausnahme dort klar gesagt. Und dann kommt dann schließlich auch die Haager Landkriegsordnung, die ich bisher etwas stiefmütterlich behandelt habe, dann doch noch zu ihrem Recht, was sie nämlich als sozusagen Regelung des Zustandes, Normen über Gebräuche und Pflichten in besetzten Gebieten. Einige kennen sie, aber es ist gut zu wissen, wo sie eigentlich verankert sind, weil das immer wieder falsch gemacht wird. Da heißt es zum Beispiel, jede Besatzungsmacht ist verantwortlich, verpflichtet nach Artikel 43, öffentliche Ordnung herzustellen und das öffentliche Leben zu schützen in jedem besetzten Gebiet. Dann, es hat das Recht der Familie, das Leben der Bürger und auch die religiösen Überzeugungen zu schützen. Dann, und das ist wichtig, es gibt ein Verbot in Artikel 49 Absatz 6, die eigene Bevölkerung in das Land überzusiedeln. Das heißt, das ist sozusagen der Straftatbestand, den
die israelische Regierung und die jüdischen Siedler seit 1967 nun eigentlich täglich vollziehen. Das heißt, alle Siedlungen, auch diejenigen, die Israel selber nicht als illegal bezeichnet. Denn es ist ja so, ich hatte das vorhin gesagt, es gibt dort 130 Siedlungen und 100 illegale. Das sind meistens die Außenposten, das sind meistens nur einzelne Container, die die Siedler dort aufstellen, um das Land dann später auch in Besitz zu nehmen. Das ist sozusagen die Erweiterung des gesamten Siedlungsprozesses und der jetzt ja auch durch die neue Regierung weitgehend legalisiert werden soll. Es gibt nach dem Völkerrecht keine legalen und keine illegalen Siedlungen, selbst wenn Israel das so sieht. Sie sind alle nach Artikel 49 Absatz 6 illegal und müssen auch zurückgenommen werden. Das steht in dem Gutachten des IGH übrigens auch drin. Dann, es gibt das Verbot, das sehr eindeutige Verbot, Häuser zu zerstören, ja eine beliebte Methode gegenüber sogenannten Terroristen. Das heißt, Palästinenserinnen oder Palästinenser, die irgendjemanden töten, dass dort das Haus zerstört wird, die ganze Familie dadurch auch freigesetzt wird, verjagt wird, das ist absolut als sozusagen Strafmaßnahme verboten. Das ist übrigens auch in der allgemeinen Menschenrechtserklärung von 48 verboten schon. Auch das, weil das ein 48 war, das als ein Tatbestand. Ein wichtiges Element ist auch der Artikel 56 und 55 dort in der Haager Landkriegsordnung, der sagt, die Besatzungsmacht ist verpflichtet, das Gesundheitswesen und die Arzneimittelversorgung aufrechtzuerhalten. Das ist insofern so wichtig gewesen. Sie alle wissen noch, dass im Kampf gegen die Pandemie eigentlich Israel immer als ein vorbildliches Land dargestellt wurde, was am ersten die totale Versorgung seiner Bevölkerung durch einen Spezialvertrag mit Pfizer und BioNTech seinerzeit sicherstellen konnte. Das war immer hier das Vorbild, das hier gebracht wird. So wie die Israelis das machen, so müssten wir das eigentlich auch kommen. Was nie zur Debatte stand, dass sie damit allerdings vollständig versäumten, die Palästinenser in den besetzten Gebieten mit Impfstoff zu versorgen. Die haben nie etwas bekommen. Sie haben ihnen angeboten, einige sozusagen Kartuschen aus dem russischen Impfstoff ihnen zu geben. Das haben sie auch dann benutzt, aber das reichte nicht aus, sodass die UNO es übernehmen musste, die Palästinenserinnen und Palästinenser mit Impfstoff zu versorgen. Das war seinerzeit sozusagen die Situation in Israel, die aber hier nie zur Sprache gekommen ist. Man hat hier nie davon Kenntnis genommen, dass eigentlich die Verpflichtung der Besatzungsmacht ist, auch diese Menschen gleichberechtigt und auf gleicher Ebene und gleichem Stand mit Medikamenten und mit dem Gesundheitswesen zu versorgen. Hier hieß es, wenn es angesprochen wurde von der israelischen Regierung, nein, dazu haben wir die Palestine Authority, also die palästinensische Behörde, die das macht. Es war falsch. Die konnte es gar nicht. Sie hatte gar keine Möglichkeiten. Sie hatte weder das Geld, noch hatte sie überhaupt die Möglichkeiten, solche Verträge abzuschließen. Die Idee oder sagen wir mal die Philosophie, die hinter diesen beiden Gesetzeswerken, Genfer Konvention und die Haager Konvention ist folgendes. Bezüglich der Besatzung, die Besatzungsmacht ist nur Treuhänder. Sie ist nicht etwa souverän. Sie kann sich nicht der Ressourcen zum Beispiel dieses Landes bedienen. Wenn sie es tut, muss sie das immer nur im Rahmen und mit dem Ziel der Versorgung der Bevölkerung. Das heißt, alles das, was zum Beispiel, ich weiß, Heidelberg Zement hat da viel Steine rausgeholt, um die dann für die Siedlungen zu benutzen. Das ist völkerrechtswidrig. Heidelberg Zement hat das eingestellt. Es ist auch so, dass das fruchtbarste Gebiet, nämlich das Jordantal, unter der vollständigen Oberhoheit
der israelischen Landwirtschaft ist. Dort haben die Palästinenser, obwohl es besetztes Gebiet ist, gar nicht israelisches Gebiet ist, nur noch in 10% des Landes irgendwie landwirtschaftliche Möglichkeiten. Alles das, was wir hier eventuell an Gewürzen oder sonst Datteln oder so etwas bekommen, kommt alles aus den besetzten Gebieten dort, die eigentlich den Palästinensern gehören. Die Weltbank hat eingeschätzt, dass der Verlust, der ökonomische Verlust durch diese israelische Besetzung des Jordanlandes pro Jahr ungefähr 3 bis 4 Milliarden US-Dollar ist. Das heißt, das ist ein erheblicher Verlust, der immer dort zu Buche steht. Ich komme zum vorletzten Punkt. Dies alles hat sich kumuliert jetzt in dem Vorwurf der Apartheid. Dieses ist erst in den letzten Jahren hier eigentlich an die Oberfläche gekommen, obwohl es schon lange in der Diskussion ist. Apartheid ist ein Verbrechen gegen die Menschheit oder gegen die Menschlichkeit. Das ist im römischen Statut sehr deutlich und sehr klar definiert, was darunter zu verstehen ist. Und da es auch hier um Definitionen geht, die will ich Ihnen auch gern einmal vorlesen. Das ist im Artikel 7 des römischen Statuts, also des internationalen Strafrechts, der im Artikel 1, im Absatz 1 hat, im Sinne dieses Statuts bedeutet Verbrechen gegen die Menschlichkeit, jede der folgenden, und dann kommt so Ausrottung und Versklavung, und unter J das Verbrechen der Apartheid. Definiert wird es dann im Absatz 2. Da heißt es, das bedeutet Verbrechen der Apartheid, unmenschliche Handlungen ähnlicher Art wie die in Absatz 1 genannten, also hier ob Vertreibung, Folter, Vergewaltigung und so etwas, die von einer rassischen Gruppe im Zusammenhang mit einem institutionalisierten Regime der systematischen Unterdrückung und Beherrschung einer oder mehrerer anderer rassischer Gruppen in der Absicht begangen werden, dieses Regime aufrechtzuerhalten. Etwas kompliziert formuliert, aber es bedeutet nichts anderes, als dass sozusagen alle diese Maßnahmen von einer rassischen Gruppe gegenüber der anderen rassischen Gruppen durchgeführt wird, um dieses System der Unterdrückung und Ausbeutung aber auch aufrechtzuerhalten. Und das war dann der Anlass, dass Amnesty International 2002 in einem großen Gutachten sagte, alles das, was wir vorfinden in diesen besetzten Gebieten, entspricht diesem Tatbestand. Sie haben, der Bericht heißt, nur die Überschrift, Israels Apartheid gegen Palästinenser, ein grausames System der Herrschaft und des Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Das Überraschende ist, dass eigentlich dieses, oder das Interessante dabei ist, dass jetzt erst im Jahre 2022 dieser Tatbestand so sehr in den Fokus der Diskussion und der Auseinandersetzung gekommen ist. Der Menschenrechtsrat der UNO hatte schon lange darauf aufmerksam gemacht. Das will ich Ihnen kurz auch darstellen, weil es wichtig ist. Schon im Januar 2007 hatten sie einen südafrikanischen Völkerrechtler, John Dugard, beauftragt, in den besetzten Gebieten zu schauen, was dort eigentlich vor sich geht. Und er hat einen Bericht erstattet, da will ich Ihnen kurz ein Zitat vorlesen. Das besetzte palästinensische Territorium ist von besonderer Bedeutung für die Zukunft der Menschenrechte in der Welt. Die Menschenrechte in Palästina sind über 60 Jahre auf der Tagesordnung der Vereinten Nationen gewesen und besonders in den letzten 40 Jahren seit der Besetzung von Ostjerusalem, der Westbank und des Gazastreifens im Jahr 1967. Über Jahre hinweg konkurrierten die Besatzung von Palästina
und die Apartheid in Südafrika um die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft. 1994 endete die Apartheid und Palästina verblieb als einziges Entwicklungsland in der Welt unter der Unterdrückung durch ein dem Westen verbundenes Regime. Hier liegt seine Bedeutung für die Zukunft der Menschenrechte. Es gibt andere Regime, vor allem in der Dritten Welt, die die Menschenrechte unterdrücken. Aber es gibt keinen anderen Fall eines mit dem Westen verbundenen Regimes, welches die Menschenrechte eines Entwicklungsvolkes unterdrückt und dieses schon so lange. Soweit John Dugard, ein jüdischer Völkerrechtler, der damit aber auch sozusagen sein letztes Wort sagen durfte. Er wurde dann nämlich abgelöst auf Druck von Israel und auf Druck der USA von seinem Posten im Menschenrechtsrat. Man dachte, das können wir uns nicht weiter leisten, einen solchen Mann, sondern wir geben das Mandat weiter an einen anderen, von dem man meinte, das sei dann besser, und zwar ebenfalls einen Völkerrechtler, diesmal aus den USA, auch jüdischen Glaubens, Richard Falk, ein renommierter Völkerrechtler, der bis heute tätig ist. Allerdings kam man von daher in seinem Bericht sozusagen vom Regen in die Traufe oder vom Traufe in den Regen. Auch dort nur ein Zitat, die Summe seiner Erkenntnis. Es ist die Meinung des gegenwärtigen Sonderberichterstatters, Falk, dass die Natur der Besetzung im Jahre 2010 die früheren Vorwürfe des Kolonialismus und der Apartheid noch deutlich, ja, faktisch und rechtlich beweist als vor 3 Jahren zuvor. Die kolonialistischen und Apartheidzüge der israelischen Besatzung haben sich in einem kumulativen Prozess eingegraben. Je länger das dauert, desto schwieriger sind sie zu überwinden und desto ernster ist die Verkürzung der fundamentalen palästinensischen Rechte. So Richard Falk 2010. Er hat dann noch einen weiteren Bericht 2014 gemacht, da werde ich Ihnen nichts vorlesen, sondern da hat er allerdings gefordert, dass der IGH nun endlich mal ein Gutachten darüber macht, über diese Vorwürfe des Kolonialismus, der Apartheid und des Rassismus und der ethnischen Säuberung. Nichts geschah, allerdings kürzlich im Dezember des vergangenen Jahres 2022 hat die UNO-Generalversammlung dieses alte Votum aufgenommen und hat den Internationalen Gerichtshof beauftragt, ein Gutachten über Kolonialismus, Apartheid und ethnische Säuberung in den palästinensischen Gebieten zu unternehmen. Das hat natürlich enormen Streit gegeben, nur das Problem ist, das konnte die USA und auch Israel nicht verhindern. Im Sicherheitsrat können sie das immer durch das Veto einer der Vetomächte, die USA ist, verhindern. In der Generalversammlung können sie nur versuchen, sozusagen Staaten hinter sich zu sammeln, die das ablehnen. Aber dieses hier war immerhin eine Abstimmung. 87 Staaten haben sich für diesen Auftrag an den Internationalen Gerichtshof entschieden. Dagegen waren 24 und 53 haben sich enthalten. Und das kennt man auch, der Druck bei solchen Situationen auf die einzelnen Staaten durch die USA, durch Deutschland und durch die EU auch, ist gewaltig. Und das Einzige, was sie dann machen können, wenn sie nicht ablehnen wollen, sie können sich der Stimme enthalten. Aber das war dann auch für ihn die letzte Mission im Menschenrechtsrat. Auch er wurde abgelöst, weil die Israelis das nicht weiter dulden konnten und die USA ihnen dort halfen. Aber wie es dann so ist, es gibt eine andere UNO-Organisation, und zwar ist das der Wirtschafts- und Sozialkommission Westasiens. Der Nahe Osten ist Westasien. Und es gibt eine UNO-Organisation, die sich mit von der Türkei bis nach Ägypten und die Golfstaaten mit diesen Staaten beschäftigt.
Und da hat er sich eine Kollegin genommen, Virginia Tilley. Und die ist ebenfalls mit ihm in die besetzten Gebiete, die hatten den Auftrag, noch wiederum Menschenrechte in Palästina. Das heißt, das zeigt, wie dringend und wie strittig und wie außerordentlich wichtig dieses Thema in der Welt ist, von dem wir hier so gar nicht viel hören. Und sie kamen auch mit einem vernichtenden Urteil zurück. Nur kurz einen Satz. Sie kamen zu dem Schluss, ich zitiere, dass die israelische Politik als rassistisch zu beurteilen ist, um zum Zwecke der Unterdrückung der Palästinenserinnen und Palästinenser in Israel ein Apartheid-System errichtet hat. So Falk und Tilley. Und dann geschah Folgendes. Dieser Bericht war kaum auf der Website der UNO, so wurde er schon von dem Generalsekretär Guterres wieder heruntergenommen. Der Grund, ihm habe dieses nicht, sei nicht über seinen Schreibtisch gegangen. Gleichzeitig versuchte er, Frau Tilley, Virginia Tilley, dazu zu bewegen, sich davon zu distanzieren, von dem Bericht, was sie ablehnte. Das hat sie nicht gemacht. Richard Falk ist nicht angesprochen worden, weil er wusste, das hat keinen Zweck. Und als Reaktion ist dann die Exekutivsekretärin dieser Kommission, Westasien-Kommission, Rima Khalat, zurückgetreten. Das ist hier nie in der Presse berichtet worden, aber das war die Situation, die zeigt, unter welchem Druck auch UNO-Organisationen sind, wenn sie sich zu diesem Thema sehr eindeutig äußern. Es hat dann viele andere Berichte noch gegeben. Nur kurz, 2021 und 2022 hat der Menschenrechtsrat wieder einige Leute dort, Michael Link, dann Francesca Albanese und zum Schluss eine Kommission mit Navi Pillay, einer Südafrikanerin auch, die mit ihren Menschenrechtsberichten genauso lagen wie alle vorangegangenen und immer wieder unter das gleiche Feuer der Israelis und der USA kamen und sozusagen auch nicht mehr die Chance haben, eine weitere sozusagen Aufgabe dort zu übernehmen. Aber nicht nur das, sondern auch israelische Organisationen haben solche Berichte abgegeben, und zwar Yesh Din im Jahre 2020, B'Tselem ist schon genannt worden, 2021, in ihrer Aussage in gar keiner Weise irgendwie harmloser als alle anderen Berichte. Human Rights Watch ebenfalls 2021, die fordern sogar den Internationalen Strafgerichtshof auf, endlich einzugreifen und hier zu untersuchen. Ich will Ihnen nicht die einzelnen Gründe oder die unendliches Material, was diese Organisationen zutage gefördert haben, an wirklich furchtbaren Tatbeständen. Ich will Ihnen nur kurz sagen, welches eigentlich die Funktionsweisen und die Instrumente dieses Apartheid-Systems sind, die dabei immer wieder angesprochen sind. Es ist zunächst einmal die Militärgewalt und die Kontrolle des Militärs über die Bewegungsfreiheit und das Eigentum der besetzten Gebiete. Dazu kamen in letzter Zeit immer mehr die Siedler, aber die sind sozusagen nicht im System vorgesehen. Vorgesehen ist das Militär, dass die das machen. Dann die geografische Aufsplitterung, Separierung, Bantustan, ähnliche Verhältnisse zu schaffen. Man weiß auch, die Israelis hatten mit dem alten Apartheid-Regime engen Kontakt und haben sich dort abgesprochen, wie kann man mit einer Bevölkerung, mit einer Mehrheitsbevölkerung kommen, um sie stillzuhalten, und haben dort ihre, sozusagen auch ihre Empfehlungen entgegengenommen. Es gibt insgesamt in den besetzten Gebieten 6 separierte Gebiete. Wenn man sich den, ich habe kein Bild, aber Sie werden das wissen, von, es ist sozusagen wie ein löchriger Käse. Und da drin gibt es insgesamt 64 Reservate, die getrennt voneinander da sind. So hat man eine aufmüpfige Bevölkerung unter einigermaßen Kontrolle.
Dann die Verweigerung der Staatsangehörigkeit an diese besetzten Leute und auch die Verweigerung eines Wohnsitzrechtes und die Verweigerung der Reisefreiheit. Es ist nur ganz wenigen immer wieder gelungen, das merken wir, wenn wir jemanden einladen wollen, die überhaupt hierher kommen. Dann eine systematische Vernachlässigung der Infrastruktur. Das wird jeder Reisende, der nicht nur in Israel, sondern auch in die besetzten Gebiete sind, sofort auch sehen. Das Verbot, Brunnen zu bohren, wenn, dann nicht in die Tiefe, in der allmählich das Grundwasser zurückgegangen ist. Und Begrenzung, wenn nicht sogar Verbot der Fischerei dort am Gazastreifen. Dann die Genehmigung illegaler Siedlungen, was ich schon angesprochen habe, das sind jene Siedlungen, jene Außenposten, die eigentlich sozusagen die Vorposten für die Entwicklung oder für den weiteren Landraub sind. Dann, sehr wichtig als Jurist, eine getrennte Gerichtsbarkeit. Für die Siedler in dem Gebiet gibt es die normale israelische Zivilgerichtsbarkeit, für die Palästinenser eine Militärgerichtsbarkeit. Darin ist auch dieses furchtbare Instrument der Administrativhaft, das heißt der Haft bis hin zu mehreren Jahren ohne jegliche Anklage, etwas, was wir eigentlich nur aus Guantanamo kennen. Das hat man von der damaligen Mandatsmacht England übernommen. Amnesty hat sozusagen den Bericht abgeschlossen, in dem es den Vorwurf Kolonialismus, Rassismus, Apartheid von Beginn der Siedlungstätigkeit an. Und auch das, dass ich Ihnen das nicht einfach nur so mitteile, dieses Zitat ebenfalls. Israel verfolgt Amnesty-Bericht seit seiner Gründung im Jahr 1948 eine eindeutige politische Strategie, um eine jüdische demografische Hegemonie zu schaffen und aufrechtzuerhalten und dabei die Herrschaft über das Land zugunsten der jüdischen Israelis zu maximieren, dabei gleichzeitig die Zahl der Palästinenser auf ein Minimum zu reduzieren, ihre Rechte einzuschränken und sie daran zu hindern, diese Enteignung zu bekämpfen. Das ist das, was natürlich die Israelis so empört, aber es ist sozusagen eine lange, lange Liste von Untersuchungen, die alle zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind. Und damit zum letzten Punkt. Was macht man damit? Was macht man eigentlich mit all den Berichten, die da vorliegen, mit Tatbeständen, die eigentlich nicht mehr bestritten werden können? Und das ist die Frage der institutionellen Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs von 2000. Und in der Tat, es hat einige Jahre gedauert, aber im Februar 2021, dort ist man dazu gekommen, bei dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Untersuchungen einzuleiten, und zwar über sehr konkrete Sachen. Einmal den Krieg 2014 Israels gegen den Gazastreifen zu untersuchen. Zweitens seit 2014 die Siedlungspolitik und drittens jenen Gedenkmarsch, der damals an der Grenze in Gaza gewesen ist, 2018, bei dem die Israelis durch Scharfschützen über 100 Leute getötet haben. Diese drei Dinge. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass das erweitert wird bis hin zu dem Krieg und dem Überfall im Jahre 2021 auf den Gazastreifen auch. Nur, das war eine lange, lange Hürde, das zu machen, denn von Israel kam mit der Unterstützung der Bundesregierung, wie aber auch der USA, der Einwand, nein, vor einem Gericht kann nur ein Staat verklagt werden, nicht aber ein Gebiet wie Palästina, was kein Staat ist. Darüber hat es ein Jahr lang Verhandlungen, ein Jahr Untersuchungen, bis dann eine Kammer dieses Strafgerichtshofs dann endlich dazu gekommen ist und zu sagen, nein, der Status von Palästina ist zwar kein Staat, aber es hat in der UNO doch erreicht die Anerkennung eines sozusagen eines Beobachterstatus bei der UNO. Das genügt,
um auch auf dieses Gebiet unsere Rechtsprechung zu erstrecken und die Palästinenser als Kläger dort auch oder Anzeiger zu akzeptieren. Dieses ist gegen den Widerstand, wie ich schon sagte, der USA und auch der Bundesrepublik gewesen, der sogar dahin ging, das ist der Hintergrund, weswegen auch diese Länder sich immer dagegen gewehrt hat, dass der Antrag Palästinas in der UNO als Staat anerkannt zu werden, es ist in der Zwischenzeit von über 120 Staaten anerkannt worden, nur noch nicht von der UNO, immer dagegen gewesen sind und es auch immer verhindert haben. Das ist der Hintergrund, um nicht sie sozusagen in die Mühle der Justiz zu überlassen. Seit diesem Zeitpunkt allerdings ist Funkstille. Ich habe versucht zu erkunden, was hat eigentlich der Strafgerichtshof seitdem gemacht. Israel hat sofort gesagt, ihr kommt nicht zu uns. Wir werden euch keinen Zugang zu Israel und auch nicht zu den besetzten Gebieten lassen. Nur, das wäre nicht das Problem gewesen, weil man so viel Beweismaterial ja durch andere schon hat. Aber das ist etwas, ja, ich habe untersucht und ich habe auch Freunde aus dem Bundestag auf die Recherche geschickt. Es ist bisher nicht zu sehen, dass irgendetwas geschehen ist. Das ist auch problematisch. Ich will nur sagen, weswegen. Die alte oder die vorvorige Chefanklägerin Fatou Bensouda, die hat zum Beispiel ihre Untersuchungen gegen die USGI wegen Folterung in Bagram in Afghanistan einstellen müssen, auf Druck der Regierung. Denn das war die erste Mal, dass überhaupt mögliche Taten, mögliche Täter aus dem westlichen Zirkus, also USA, England oder so etwas aus Europa, vor Gericht gestellt wurde, dass die Untersuchungen begonnen haben. Und sie mussten eingestellt werden. Ihr Nachfolger Karim Khan, ein Engländer, ebenfalls, der hat seine Untersuchungen dann eingestellt, die er übernommen hatte, die waren vorher schon angefangen, und zwar gegen USGIs in Abu Ghraib. Bagram, das war die, ich muss jetzt genau sein, die USGIs wegen Bagram, Afghanistan, die englischen GI in Abu Ghraib, Irak. Auch die sind eingestellt worden, auf Druck der Regierung. Das heißt, auf dem Karim Khan, den aktuellen Chefankläger, wird garantiert Druck sein, auch in Sachen Israel, entweder zu verzögern oder gar nichts zu machen. Und dazu ist jetzt die beste Gelegenheit, denn er hat sein gesamtes Personal, über das er verfügen kann, nämlich 42 Mitarbeiter, in die Ukraine geschickt, um dort Beweise für Kriegsverbrechen in der Ukraine zu sammeln. Das heißt, solange das ist, wird es auch in einem anderen Paar keinen Untersuchungen geben. Das ist die Situation der Gerichtsbarkeit. Das heißt, sie waren so weit fortgeschritten, haben alles vorbereitet, dass das möglich ist, aber in der Durchsetzung nachher obsiegt die Politik. Die Staaten, die Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof schützen wollen und auch affektiv schützen, sind jetzt dabei, betreiben eben ein Sondertribunal gegen Putin. Das ist ihnen wichtig, ohne dass sie eigentlich durch die Doppelmoral, die sie da finden, obwohl ich sagen muss, Putin soll ruhig vor ein Gericht, aber die Doppelmoral schreckt sie nicht, sozusagen diesen Strategie gegenüber dem Gerichtshof zu fahren. Damit habe ich Sie lange traktiert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bedanke mich. Ja. Entschuldigung, die lange. Danke.
Das war ein sehr aufschlussreicher Vortrag. Ich denke, ich habe viel gelernt. Ich habe zwei Fragen. Die erste bezieht sich auf die juristische Handhabe. Sie hatten bereits angedeutet, dass der Status von Palästina ein Problem war vor dem Internationalen Gerichtshof. Und ich wollte fragen, wie die Anforderungen sind, quasi um Anklage zu erheben vor diesem Gerichtshof. Und die zweite Frage, die ich gerne stellen würde, wäre, dass Sie auch darüber geredet haben, was der ökonomische Verlust für die Palästina bedeutet. Also Sie hatten das auf 3 bis 4 Milliarden US-Dollar jährlich beziffert. Die Ausbeutung der besetzten Gebiete ist ja auch ein Punkt der Protestbewegungen. Sie sind jetzt Völkerrechtler und kein Bürgerrechtler. Aber zum Beispiel in Deutschland ist die BDS-Bewegung ja auch 2019 von der Bundesregierung als antisemitisch verurteilt worden. Und 2022 war vor dem Gerichtshof die Münchner Ordnung, die BDS-Bewegung komplett verboten hatte, als verfassungswidrig eingestuft worden. Wie würden Sie diese zivilen Protestbewegungen gegen die Produkte aus den besetzten Gebieten und den damit verbundenen ökonomischen Nachteil für die Bevölkerung in Palästina einstufen? Danke. Gut. Ja, zunächst der Status. Vor dem Gericht sind eigentlich nur Staaten befugt, Anklage zu erheben. Man kann allerdings anzeigen, durchaus auch Privatpersonen dort, und dann kann der Gerichtshof selber entscheiden, ob er solche Anzeigen aufnimmt, Untersuchungen anstellt und dann eventuell bis zu einer Anklage kommt. Das muss ja die Staatsanwaltschaft dort machen. Das ist allerdings in der Entscheidung des Gerichtes selber bzw. der Anklagebehörde. Und das war eben das Problem. Sie mussten sich juristisch damit auseinandersetzen. Ist eigentlich unsere Rechtsprechung, erstreckt die sich auch auf solch ein Gebiet, weil es sich nur auf Staaten erstreckt, ist zu sagen, die besetzten Gebiete, können wir uns dort strafrechtlich bewegen? Und das hat lange, lange, lange Auseinandersetzungen gemacht, und da haben sie eben meines Erachtens die richtige Entscheidung getroffen. Ja, egal, ob es ein Staat ist oder nicht, aber es ist ein Gebiet, und das können wir, fällt in unsere, sozusagen, Judikatur. Ja, der ökonomische Verlust ist bestimmt nicht nur 3 bis 4 Milliarden durch. Das ist ja nur, was die Weltbank gesagt hat, wegen der Nutzung des Jordantals. Sondern da sind ja auch ganz andere Bereiche, die genutzt werden würden, bis hin zu das Wasser, was dort abgezogen wird und für die Siedlungen gebraucht wird, die ganzen Ressourcen, die für die Siedlungen gebraucht werden. Also da gibt es eine ganze Menge. Das Problem der BDS ist nicht etwa so, wie Sie das so gesagt haben. Nein, zum Beispiel der EuGH hat gesagt, nein, das ist nicht rechtswidrig. BDS, das ist auch nicht antisemitisch, sondern das ist eine sozusagen rechtmäßige Bewegung. Also auch in München hat es einen Prozess gegeben gegen die Stadtverwaltung, die ja die Seele verboten hat wegen antisemitischer Veranstaltungen. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht in letzter Instanz gesagt, nein, das ist alles nicht verboten. Das mag antisemitisch sein, aber solange antisemitisch das nicht irgendwie die öffentliche Ordnung beeinträchtigt, dann hat das keinen Sinn. Es gibt hier eine sehr harte Auseinandersetzung über den Begriff des Antisemitismus. Es gibt auch zwei Definitionen, die sich nicht decken, die sogenannte Irak-Definition und die Jerusalem-Definition. Das heißt, es gibt eine erweiterte, die dann auch Kritik an Israel als sogenannten Israel-bezogene Antisemitismus sagt, das letzte Argument, was man haben kann, oder die letzte Waffe, die man haben kann, weil man keine Argumente mehr hat gegenüber der Kritik, während unter der Jerusalem-Definition es durchaus offen ist, ob das überhaupt antisemitisch ist. Also das ist sehr, sehr strittig.
Da hat zwar der Bundestag eine solche Entscheidung mehrheitlich getroffen, die ich für grottenfalsch halte und nicht dem Stand der Wissenschaft, aber das ist nun leider so. Es gab immer wieder die Überlegung, wie kriegen wir das vor ein Gericht, diese Entscheidung. Die ist auch immer noch da, weil natürlich, wenn der Bundestag etwas sagt, das hat politisches Gewicht. Und das sozusagen vor ein Gericht zu bringen, da sind wir auch der Überzeugung, dass das letzten Endes keinen Bestand hätte vom Bundesverfassungsgericht. Das ist eine derart löchrige und oberflächliche, rein politische Kampfabstimmung gewesen im Bundestag, die meines Erachtens nicht halten wird. Bei BDS ist es eben etwas ganz anderes, das ist ein politisches Problem. Es ist nicht antisemitisch, das sagt eben auch der EuGH. Es ist einfach der letztmögliche Widerstand der Palästinenser, die ja keinen anderen haben. Sie können diese Raketen, die sie dort absenden, sind völkerrechtswidrig, weil sie beliebig auch zivile Ziele erreichen können. So unpräzise sind sie. Das geht nicht. Dann Attentate ist ebenfalls nicht der richtige Weg, aber sie haben auch keine Unterstützung politisch international. Was bleibt ihnen alles übrig, als aufzufordern, blockiert oder boykottiert die Waren zumindest, die aus den besetzten Gebieten kommen? Denn ihr wisst, die sind unrechtmäßig. Dazu gibt es auch einen Beschluss des EU-Parlaments, die sagen, ja, die müssen deklariert werden und dann darf jeder selbst entscheiden, ob er die nimmt oder nicht. Das wird nicht eingehalten. Das werden Sie sehen, wenn Sie mal in den Supermarkt gehen und dort sich die Datteln bei Rewe oder bei Aldi angucken, die alle aus Israel kommen. Das müsste eigentlich sein, besetzte Gebiete Palästina. Aber das wird nicht gemacht. Das alles ist etwas, das ist uns, das geht da bis dahin, dass Literaturpreise verweigert werden, zum Beispiel an die englische Schriftstellerin Shamsie, als es klar wurde, dass sie BDS unterstützt. Da ist ihr der Nelly Sachs Preis, den sie aus Dortmund kommen, vorenthalten worden. Oder Roger Waters jetzt, der ebenfalls BDS unterstützt. Genau. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich unterstütze ebenfalls. Das ist nicht antisemitisch, sondern das ist eine klare an der israelischen Politik und nichts anderes. Kann ich sprechen? Ja, ich würde es aber eher nochmal weiterreichen, weil das ja ein interessantes Themenfeld. Also ich hätte jetzt noch was ganz anderes. Insoweit ziehe ich mal noch ein bisschen zurück. Also nur dazu ergänzen Sie noch, wir hatten Moshe Zuckermann eingeladen bei uns, der hat auch gesprochen in Paderborn. Ah ja. Aber in anderen Bundesländern, Rot-Grün, Hessen oder so, sieht das ganz anders aus. Ihm wird ja auch da diese Nähe zum BDS und vor allem der Antisemitismusvorwurf wird ihm gemacht als Jude, deutsch-israelischer Jude, der in Tel Aviv als Professor gelehrt hat. Aber ich habe noch mal eine andere Frage und zwar, Sie hatten gesagt, Sie fänden es durchaus plausibel, wenn jemand wie Wladimir Putin vor einen internationalen Strafgerichtshof gestellt würde. Das kann man sicher teilen. Würden Sie das auch dann auf Leute wie George W. Bush oder Barack Obama oder Madeleine Albright ausweiten, diese Einschätzung? Ich kann einfach mit einem klaren Ja antworten, aber ich will Ihnen auch dazu etwas erzählen. Man hat ja, die Forderungen sind ja nicht nur Baerbock, sondern allgemein Putin vor Gericht. Aber man hat da gewisse Schwierigkeiten, ihn vor den Internationalen Strafgerichtshof zu kriegen, weil auch die Russen haben nicht das römische Statut unterschrieben. Die Ukrainer übrigens auch nicht. Und deswegen geht das nicht. Deshalb, man will ein Sondertribunal. Und dieses ist etwas Spezielles, so ähnlich wie man das Jugoslawien-Tribunal, das Ruanda-Tribunal hatte oder auch das Kambodscha und Sierra Leone-Tribunal. Und da gab es jüngst eine Anhörung von Sachverständigen im Bundestag durch den Auswärtigen Ausschuss. Da wurden 8 oder 7 Professoren eingeladen
die dazu Stellung nehmen sollten, ob das eigentlich geht mit solch einem Sondertribunal. Unter den Professoren war auch ich. Und da war so, ich will es kurz machen, 6 Professoren waren alle der Ansicht, ja, man sollte das machen. Das wäre durchaus möglich. Ich war etwas anderer Ansicht. Und zwar sagte ich, klar, das ist alles möglich. Man kann ihn vor ein Sondertribunal bringen. Das ist juristisch, gibt es gewisse Dinge. Aber es gibt kein Problem für Juristen, was sie nicht lösen können, wenn sie wollen. Und insofern ist das auch alles möglich. Aber ich sage, dieses ist doch eine Frage der Moral. Es hat nie einen Ruf nach einem Sondertribunal, weder Bush noch noch Cheney, noch Rumsfeld, noch von gegen Blair gegeben. In all diesen völkerrechtswidrigen Angriffskriegen hat es nie einen Ruf nach einem gegeben. Es, nicht nur das, sondern die ganzen illegalen Tötungen, angefangen Bin Laden, dann sein Nachfolger Zawahiri, die sind alle umgebracht worden, das ist sozusagen alles Lynchjustiz gewesen, bis hin zu dem iranischen General Soleimani, der in Bagdad auch erschossen worden ist, mit ihm 6 andere. Es hat nie einen Ruf nach einer gerichtlichen Aufarbeitung gegenüber diesen Leuten gebracht. Nicht nur das, man macht, das kann man heute in der Zeitung sagen, unterstützt Erdogan in seinem völkerrechtswidrigen Angriff auf Syrien, auf den Irak, gegen die Kurden dort, die Besetzung von Afrin, also der nördlich-westlich, Nordwesten, der ist alles völkerrechtswidrig. Und schließlich auch, wie ist es eigentlich mit Israel? Es hat noch nie einen Ruf gegeben, dort diejenigen, die das geht von Olmer über Sharon oder wer auch immer, das hat es nie gegeben. Es ist also eine Frage der politischen Moral, was wollt ihr eigentlich? Es wäre nichts anderes, oder es wäre so einfach, wenn alle diese Staaten sich sozusagen dieser Rechtsprechung unterwerfen, dann kann man auch die Russen da zwingen, die Inder, die sind übrigens auch nicht dabei und so weiter. Aber das will man nicht. Das heißt, dieses Sondertribunal, das ist auch nur eine Show, denn man wird Putin nie vor dieses Gericht kriegen. Der wird doch nie sagen, okay, ich komme, sondern der wird natürlich sagen, nein, davor gehe ich nicht. Und wenn sie aber ihre Show gehabt haben, dass sie in absentia, weiteres juristisches Problem, was man lösen kann, also in Abwesenheit, ihn dort vor Gericht gebracht hat und dann die vernichtende Verurteilung gemacht hat, dann wird das Sondertribunal wieder aufgelöst und es wird für die nächsten Kriege auch nicht wieder eingerichtet, wenn denn die USA sich irgendwie in Taiwan oder sonst irgendwo bemüßigt fühlt, auch Ordnung zu schaffen. Das heißt, dieses hier ist eine gezielte sozusagen Sanktion gegenüber einem Kriegsverbrecher, denn das ist ganz klar nach dem IGH-Statut ist ein Angriffskrieg, ist ein Verbrechen. Das kann man politisch nicht machen. Deswegen war mein Votum, aber ich bin alleine geblieben, das geht nicht. Ein Sondertribunal, das ist moralisch, politisch nicht tragfähig, obwohl es vielleicht juristisch möglich ist. Darf ich dann doch jetzt mal dazwischen noch gerade? Achso, ja gut, dann war es besser. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass Ihre moralische Sicht und Ihre juristische Sicht aufs Völkerrecht ein sehr glaubwürdiges Setting insgesamt ist. Ich bewundere allerdings auch Ihren Gleichmut, mit dem Sie feststellen, dass dieses politische internationale Völkerrecht und das internationale Völkerstrafrecht, dass das eindeutig im Grunde als politisches Machtinstrument benutzt wird. Denn ganz offensichtlich sind ja vor allen Dingen die westlichen Staaten, in denen wir uns ja bewegen, und
jeder imperialistische Staat letztendlich überhaupt nicht interessiert daran, an diesem Völkerrecht. Und es kann ja höchstens vorstellbar sein, dass man eine politische Bewegung oder einen politischen Druck aufbaut. Wenn ich jetzt so einen Gleichmut bei Ihnen konstatiere, glaube ich nicht, dass Sie da gleichmütig sind, sondern was für eine Perspektive sehen Sie denn in der Möglichkeit, das Völkerrecht und das Völkerstrafrecht zu einem wirklich brauchbaren Instrument zu machen? Ja. Diese Aufklärung, die betreiben Sie natürlich immer, aber gibt es da überhaupt eine realistische? Der Anwalt Wolfgang Karlik aus Berlin, der ja eher Menschenrechtsfragen betrifft oder mit denen sich beschäftigt, der hat eindeutig gesagt, das Instrument des Völkerrechts wird politisch funktionalisiert und ist im Grunde eigentlich nicht ein Instrument, wo man was mitmachen kann. Man kann mit dem Menschenrecht argumentieren, das ist jetzt so dessen mit je natürlich, aber ich bin auch davon überzeugt, dass das möglicherweise substanziellere Veränderungen auch hinkriegen kann als dieses Völkerrecht, auf das wir uns immer berufen, aber wir wissen, es wird missbraucht, es wird von den politischen Mächtigen missbraucht. Ja, leider haben Sie da zu sehr recht, aber auch wiederum nicht unrecht, nicht recht. Es ist ganz klar, Völkerrecht spielt hier eine große Rolle, hören Sie sich doch mal Frau Baerbock an. Und zwar bei den Pressekonferenzen, in Festreden und so spielt das eine große Rolle. Dann, wenn es dann sozusagen zum Machen geht, dann nicht mehr. Dann ist das ganz klar. Nicht? Dann geht man eben mit Erdogan zusammen und dann geht man mit den Israelis zusammen und so weiter. Dann spielt das keine Rolle mehr. Nur, diese Frage, die Sie gestellt haben, die hat sich schon zu Beginn des Grundgesetzes damals im Parlamentarischen Rat gestellt. Nämlich die Frage, soll man eigentlich das Völkerrecht in dem Grundgesetz auch erwähnen und soll das eigentlich eine Rolle spielen? Und da war es der Sozialdemokrat Carlo Schmidt, der sagte, natürlich, wir müssen auch, um wieder sozusagen ein reputierliches Mitglied der Völkergemeinschaft zu werden, wir müssen uns dem Völkerrecht unterwerfen. Und er hat etwas Interessantes aus der Geschichte gesagt. Denken wir an die peinliche Halsgerichtsordnung von Karl V. Das war doch grausam. Das war doch Terror. Und schauen Sie sich unser Strafrecht heute an. Man darf nicht innerhalb einer Generation denken. Man muss innerhalb vieler Generationen denken. Das ist genauso 1945, 1946 haben die Alliierten die Deutschen vor Gericht gebracht. Es hat, wie ich sagte, über 50 Jahre gedauert, bis überhaupt ein solches Strafrecht international zur Verfügung gestellt wurde und was von 123 Staaten unterschrieben wird. Es hat dann gedauert nochmal 10 Jahre, um überhaupt den Tatbestand des Völkermordes hineinzubringen. Erst 2010 ist in Kampala eine Konferenz gewesen, wo man den Tatbestand des Völkermordes in das Völkerstrafgesetz und in das römische Institut hineingebracht hat. Und dann hat man gesagt, da müssen sich die Staaten jetzt erstmal dran gewöhnen. Und das wird erst scharf gemacht am 14. oder 17. Juli 2018. Erst Völkermord seit Juli 2018 ist überhaupt strafbar. Dass das politisch nicht stattfinden wird, das könnte sein. Man könnte zum Beispiel, wenn man plötzlich sagt, die Rohingya, dort hat man gar keine Schwierigkeiten. Man hat nur Schwierigkeiten, wenn es einem selber vorgeworfen wird. Das ist das Problem. Und das ist etwas um meinen Gleichmut. Ich habe sozusagen einen säkularen Optimismus. Ich hoffe natürlich, dass ich immer noch die Befreiung auch Palästinas von dem Joch der israelischen Besatzung erlebe. Aber selbst wenn ich es nicht bin, ich werde so lange dafür kämpfen, wie es möglich ist. Applaus